Hallo Freunde der Glimmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir bauen heute was ganz Besonderes. In gelben Schwamm, SpongeBob Schwammkopf aus dem Hause Sembo / Area X. Area X ist die Merch-Marke, die Lizenzmarke von Sembo. Da laufen die Sets drüber, die Lizenzen haben. Zum Beispiel SpongeBob Schwammkopf oder auch Yu-Gi-Oh! Die haben die Lizenz allerdings nur für China. Aber dank Globalisierung und völlig überlastetem Zoll ist das eigentlich gar kein Problem, sich das hierher importieren zu lassen als Privatperson. Der Knaller ist der Preis. Dieses Set hat 2700 Teile. Ich habe es gerade eben mal gewogen. Wiegt 2,3 Kilo mit allen Tüten ohne Anleitung. Ist also ein ganz schöner Klotz. Und aktuell im Angebot bei Barrier. Link ist unten drunter, Codewort Nobby-Barrier steht auch dabei, nochmal 14% Rabatt. Damit bekommt ihr das Set inklusive Versandkosten für 70 Euro. 2700 Teile für 70 Euro. Das lassen wir mal so ein bisschen wirken, oder? Ich finde es ein Knaller. Wir hoffen mal, dass die Qualität dementsprechend ist. Ich hau hier mal ein paar Teile auf den Tisch. Achtung, es wird laut. Ich nehme in Zukunft Geld von dem Kanal. Ich bin jetzt Area X VIP Member. Kein Plan, was das bedeutet. Egal. Gucke ich mir bei Gelegenheit an. Ihr seht, jede Menge Tüten. Spritzgussrahmen. Die Tüten sind alle schwarz bedruckt. Wir haben Glasischteile separat angepackt. Da werden wir auch mal drauf schauen, wie die Qualität so ist. Und irgendwo, hier sind die Minifigürchen. Die werde ich diesmal aufbauen, weil das sind besondere Figuren und sie verstoßen auch wahrscheinlich nicht gegen das Lego 3D Markenrecht. Aber ich habe hier so einen netten Aufkleber auf der Packung gehabt. Na, ich muss mal schauen. Okay, das Set hat Licht. In irgendeiner Form hat das irgendwo Licht. Und das muss ich noch rausfinden. Ich würde sagen, ich sortiere mal so ein bisschen Bauschritte etc. und dann schauen wir mal einen Blick in die Anleitung und dann geht es auch schon los. Wir machen das heute mal ein bisschen anders. Ich habe den ersten Bauabschnitt hier verteilt in meine Tellerchen, sieht recht übersichtlich aus. Ich habe schon ein paar schöne Prints gefunden, die Fliesenqualität, was ich bisher gesehen habe, oder auch die Plates, super geil, also super top Qualität. Haben wir hier einen großen Tisch, der bedruckt ist. Und natürlich das Schild. Geil. Einfach nur super. Wir haben transparente Teile, die sowas von transparent sind. Wenn sie weiß wären, würde man sie gar nicht sehen. Echt. Eins, zwei haben dafür einen ganz leichten Kratzer. Egal. Überwiegend super, sehr transparent, nicht milchig. Da hatten wir schon ganz anderes. Ich habe auch schon ein bisschen was gebaut. Ich habe hier so jede Menge Spritzgussrahmen. In Kombination mit der Tüte mit den Minifiguren kamen wir zu diesem Ergebnis hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dieser Serie nichts am Hut. Ich habe nicht eine Folge davon geguckt. Aber ich habe natürlich ein paar Kumpels in der Community und die haben mir mitgeteilt, dass das SpongeBob ist. Da wäre ich noch selbst drauf gekommen, ehrlich gesagt. Nebendran haben wir Patrick, seinen besten Kumpel, Mr. Krabs, der Besitzer des Restaurants, zwei No-Name-Kunde, hat man mir gesagt. Und Thaddäus, der Kassierer. Wenn daran irgendwas falsch ist, schreibt es mir unten drunter. Ich lerne gern dazu. Ich finde die putzig. Die sind richtig cool. Sehr genial. Die Bauabschnitte insgesamt sind jeweils in extra Tüten abgepackt. Das heißt, wir haben für jeden Bauabschnitt eine extra Tüte mit einer 1, 2, 3 bis 9 drauf. Und wie das hier aufgeteilt ist, das sehen wir uns jetzt mal in der Anleitung an. Wir haben zwei Bauanleitungen für dieses Set. Wir haben 9 Bauabschnitte. In Anleitung Nummer A haben wir die Bauabschnitte 1 bis 4. Und in der Anleitung B haben wir die Bauabschnitte 5 bis 9. Da die Anleitungen im Vorfeld, also im Vorlauf hier völlig identisch sind, habe ich schon nachgeguckt, brauche ich euch nur die eine zu zeigen.
Bei der zweiten gibt es ein Henne- und Instruktionsbild mit den Funktionen. Das zeige ich euch dann, wenn ich an der Stelle angekommen bin. Vermutlich im Fazit. Wir haben auch ein paar Sticker mit dabei. 8 Stück an der Zahl. Es sind Transfersticker. Ja, weiß nicht. Ich habe jetzt schon mehr Drucke gesehen, wie ich hier Sticker habe. Es wird einen Grund geben, warum es die nur als Transfersticker gibt. Aber generell halte ich Transfersticker für nicht sonderlich schlimm. Sie sind halt etwas schwieriger zu handeln. Also da nochmal abziehen, nochmal neu draufkleben, ist halt nicht. Dafür ist das Ergebnis umso schöner. Die Anleitung. Ich kann euch jetzt schon verraten, wir haben 371 Bauschritte für 2700 Teile. Wir sind also bei knapp über 7 Teile pro Bauschritt. Das ist übersichtlich. Ja, SpongeBob, jede Menge chinesische Schriftzeichen, das Set. Ich finde es schön gestaltet, so ein bisschen. Irgendwo hier so eine Erhebung drin, keine Ahnung, da hat man irgendwelche Teile drauf gedrückt. Ja, wir sehen auch hier wahrscheinlich schon einen Teil der Funktion. Man kann das ausklappen. Bisschen Comic. Ich kann es halt nicht lesen, es tut mir leid. Ich könnte jetzt mit dem Handy da drüber und das machen, aber wir sehen halt ein paar Detailbilder. Und da ich die meisten Prints, die ich hier sehe, nicht hier, die meisten bunten Sachen hier nicht sehe, als Aufkleber werden das alles Prints sein. Und da freue ich mich schon drauf. Dann sehen wir hier die Minifigürchen. Ach, Customer, okay. Das sind also Kunden. Die zwei habe ich nicht vorgestellt, sind halt No-Name-Kunden, Customer. Squidward, SpongeBob, Mr. Krabs, Patrick und Plankton. Vielleicht liegt der noch irgendwo, das sieht aus wie eine Dose. Wie gesagt, ich kenne die Serie nicht. Hier haben wir noch ein paar kleinere Sets von SpongeBob. Die kosten, glaube ich, so um die 15 Euro inklusive Versand. Nagel ich mich nicht drauf fest. Schaut einfach bei Barbie rein. Wenn ihr auf das SpongeBob-Set klickt, werden die unten drunter als Zusatz angezeigt. Wie bei Amazon. Kunden, die das kauften, kauften auch. Ihr versteht das Prinzip. Nochmal eine Seite, nochmal ein QR-Code. Ich weiß nicht, wo der hinführt. Steht Area X drin, Born to Play. Vielleicht probiere ich es mal aus und gucke, ob ich auf WeChat komme oder ob ich vielleicht sogar auf eine digitale Anleitung komme, was ich mega cool finde. Muss ich mal ausprobieren. Werdet ihr dann sehen, werde ich euch im ersten Bauschritt dann erklären. Dann sehen wir hier kurz, wie der Teiletrenner funktioniert, wie die Transfersticker funktionieren. Ja. Das hier versteht man auch, ohne dass man das Chinesische lesen kann. Zumal hier, ja gut, die Steps sind in Englisch. Naja, die Bilder erklären es. Und hier sehen wir dann, was uns die einzelnen Bauschritte bescheren. Im ersten bauen wir so ein bisschen Nebenzeug. Und dann fängt schon an mit dem Gebäude. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum diese Aufkleber hier Transfersticker sind. Die werden nämlich direkt auf die Glaspaneele geklebt. Das ist okay. Da ist schon Schluss mit Meckern. Da gibt's, klar, kann ich durchaus verstehen. Kann es auch jeder selbst ein bisschen anders anbringen. Alles schon gerechtfertigt in meinen Augen. Finde ich cool. Hier sehen wir in der Anleitung, wie auch die weiteren Bauschritte dann aussehen in der zweiten Anleitung. Wie man die Minifigürchen zusammenbaut. Und dann geht es auch schon los mit dem ersten Bauschritt. Und jetzt wird die Seite weiß und sehr, sehr übersichtlich. Finde ich mega cool. Hier ist noch ein kleiner Hinweis, dass die roten Linien die Richtung oder den Punkt der Blades symbolisieren. Und die Yellow Lines sollen das bei roten Teilen darstellen. Das finde ich von daher ganz witzig, weil bei roten Teilen die Linien grün sind. Keine Ahnung. Aber ihr seht, bauschrittmäßig, das ist jetzt nichts Schwieriges, oder? Das sieht sehr übersichtlich aus, sehr aufgeräumt. Sehr weiser Hintergrund, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen langweilig. Wir haben keine Bezeichnung, 6er, 8er und so weiter, wenn ich das richtig sehe. Man muss also Noppen zählen, meine Güte. Man muss auch diese Abstriche machen. Ja, ansonsten seht ihr, Boden wird gefliest. Das macht alles eine sehr große Darstellung. Das macht alles einen sehr soliden und wertigen Eindruck, muss ich sagen. Ich gehe davon aus, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, die hört einfach auf, ja, und geht dann mit Bauschritt 188 in der zweiten Anleitung und den fünften Bauschritt weiter.
So, so viel zur Anleitung. Jetzt gucke ich nochmal nach dem QR-Code und dann fange ich an zu bauen. Ich denke mal, das zimmere ich euch zusammen und dann gucken wir uns mal an, was der erste Bauschritt so gebracht hat. Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Gleich vorweg, es sind alles Prints, was ihr seht. Ich habe keine Aufkleber angebracht. Es gab auch nur zwei Stück. Ein Enterschild. Jo. Ein Bötchen. Auf diesem Bötchen, oh, ich habe gelogen, es waren drei Aufkleber. Auf diesem Bötchen soll hier neben ein Aufkleber drauf, hier auf den Motor ein Aufkleber drauf und seitlich einer. Den Motor finde ich übrigens cool gemacht. Schöner Außenbootmotor. Sieht echt cool aus. Ansonsten Bötchen auf kleinen Rädern. Hier sind eigentlich weiße Pins drin. Habe ich durch schwarze ersetzt. Nur damit ihr Bescheid wisst. Nett. Übrigens ist diese Fliese hier in Print. Das ist eine 2x4, eine 3x4 Fliese, die bedruckt ist in der Mitte. Da ist halt ein Strich drauf. Ich meine ganz ehrlich, also, da hätte ich auch zwei 2x3 Fliesen genommen, nehmen können und dann wäre halt eine Lücke drin, da hätte es genauso ausgesehen fast. Aber wir freuen uns, es ist da. Dann haben wir Patricks Mülltonne gebaut. Ich lehne jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, der wohnt da drin, oder? Es sieht einfach nur cool aus, muss ich sagen. Die Seitenteile, dieses Muster hier, ist alles bedruckt. Jetzt fällt Patrick da raus. Komplett rundherum, hier oben, seht ihr die Qualität der Fliesen. Sensationell. Ich sage sowas ganz, ganz selten. Diese Fliesenqualität ist auf Niveau des dänischen selbsternannten Marktführers. Die sind einfach geil. Auch die Wedges, sensationell. Kann ich ganz selten behaupten, halte ich auch mal Kopf für hin. Diese Fliesen haben dieselbe Qualität. Wahrscheinlich kommen sie aus derselben chinesischen Fabrik. Das ist allerdings nur eine Vermutung. Dann haben wir hier das Schild gebaut, The Krusty Krab. Ja. Unten bedruckter Tisch, oben bedrucktes Schild, das liebe ich. Es können von mir aus überall Aufkleber im Set sein, aber die Hauptsache, wobei es in einem Set geht, die muss immer bedruckt sein. Das war bei dem Kader, bei dem Trainwagen, bei dem Waldzug nicht so. Das muss ein Print sein. Einfach fertig und das ist es. Es ist zwar ein Panel, aber es ist hinten verkleidet. Alles super. Ein kurzer Einblick in die Basiskonstruktion. Das Set besteht aus mehreren mittelgroßen Blades, die nebeneinander gestellt werden und mit Fliesen bedeckt werden. Wir haben 30 Noppen in der Breite, 22 in der Tiefe. Und wenn ich es jetzt umdrehe, haltet euch fest, das ist die Fliesenqualität. Versuchen wir das Licht einzufangen, dass ihr das seht. 1-2 Fliesen haben leichte Kratzer, der Rest ist einfach nur perfekt. Sensationell. Wir haben zahlreiche Prints drauf, also Holzmuster in dem Grünen, auch in dem Nougat. Im Nougat besser zu sehen wie im Grünen auf dem Bild. Und zu dem Holzmuster teilweise nochmal so irgendwelche Flecken drauf. Und hier vorne haben wir sogar eine Fliese mit einem Fleck. Und da liegt eine Ersatzfliese bei, beziehungsweise ist das eigentlich die Ersatzfliese. Wir können das Muster nämlich drauflassen oder weglassen, steht in der Anleitung extra dabei, dass das austauschbar wäre. Boah, coole Sache irgendwo, oder? Aber letztendlich ging es mir um diese Qualität. Hammer. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sempo jetzt bekannt war für unglaublich gute Fliesenqualität. Ich glaube, ich habe schon lange nichts mehr von denen gebaut. Ich bin jetzt am Ende des dritten Bauabschnitts angekommen. Ich muss das hier ein bisschen zusammenfassen, sonst habe ich hier ein 2,5 Stunden Video. Deswegen habe ich einen größeren Block gemacht. Wir haben im hinteren Bereich so ein paar Zimmer gebaut von SpongeBob und von Mr. Krab. Da kann ich euch so reinzeigen. Sehr interessante Details. Es sieht wirklich fantastisch aus. Die Wände sind auf beiden Seiten gestaltet. Auf der einen Seite meistens mit Baseplates, aber auch ab und zu mit Reverse-Tiles. Und schaut mal, was hier drin los ist. Die Rückseiten sind bedruckt. Hier hinter SpongeBob, das ist ein Transfersticker, der hier draufgeklebt wird auf ein bedrucktes Panel. Sehr genial. Wir haben hier drüben so ein bisschen Waschbecken gestaltet. Hier haben wir auch einen Print mit einem Hinweis neben einem silbernen Spiegel. Dann haben wir hier einen netten Schrank. Den kann ich mal versuchen, ob ich den aufmachen kann. Ist für kleine Finger gemacht.
SpongeBob steht im Weg. Aber ich glaube, ihr seht es ein bisschen, so ein bisschen, da glitzert so eine Fliese raus. Das ist eine Dark in the Glow Fliese. Da ist auch ein Transfersticker drauf. Sieht echt cool aus. Hier drüben so ein bisschen Küchenzeug gestaltet, Hackbeil. Fantastisch. Bei Mr. Krabs, den muss ich mal rausnehmen. Den haben wir ja schon mal gesehen. Da haben wir einen echt coolen Sessel, guck mal, mit goldenen Armlehnen. Fantastisch gemacht, kleine Lampe. Hier neben so eine, ich weiß nicht, was das ist, aus Seaglams oder Blade Modified. So ein bisschen gestaltet. Und ich zeige es euch hier von der Seite nochmal, weil auch die Seite ist teilweise gestaltet. Hier ein schöner silbernen Rahmen. Da hat SpongeBob sein Herd. Und da ist auch dieses grüne Ding, ist übrigens auch Dark in the Glow. Hier eine Fliese, hier ein Druck auf eine Reverse teilt. Sehr genial, echt cool. Das ist kein Spielset, das erkennt man auch daran, also mal abgesehen davon, dass kein Platz drin ist zum Spielen, dass die Türen nur so ein Stückchen aufgehen, also nur angedeutet. Die Türen an sich sind auch, naja, sie hängen auf einer Seaglam. Sie sind halt als Deko da. Sieht halt von vorne echt cool aus. Die ganzen Noppen verschwinden noch. Da kommen auch noch Flat Chrome Teile dran. Das sieht schon fantastisch aus. Also die ganze Optik ist echt ein Knaller. Die Qualität ist super. Wir haben hier vorne auch gestaltete Paneele, gestaltete Fliesen. Und jetzt könnt ihr mal raten, eins von diesen Paneelen oder Fliesen ist ein Transfersticker. Alles andere sind Prints. Ja, ich kann euch lange auf die Folter spannen, ihr werdet es nicht rausfinden. Und das hier ist der Aufkleber. Es ist nicht zu unterscheiden von einem Print. Ich finde Transfersticker geil. Was ich auch cool finde, sind die ganzen Bautechniken hier drin. Man baut das immer so U-förmig. Wir haben jede Menge Blades mit Noppen an der Seite dran. Wir haben Brühsteine, wir haben positive wie negative. Wir haben Bügelperlen. Es macht unheimlich Spaß. Man baut immer so Module, steckt das dann dran. Hier vorne die komplette Front auch. Wird immer so ein kleiner Abschnitt gebaut, wird dann dran gebaut, nächster Abschnitt und so weiter. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe selten ein Set gehabt, wo ich so viel Spaß hatte am Bauen. Fantastisch. Wirklich cool. Jetzt freue ich mich auf die nächsten Baustritte. Ich habe den vierten Bauabschnitt abgeschlossen und ich glaube, dieses Modul hier ist soweit fertig. Wir haben jetzt hier den Gastraum gestaltet. Es sieht einfach genial aus. Ich habe die Kabel vom Licht jetzt nicht sonderlich verlegt. Ich habe die einfach nur reingemacht. Hier neben dem Eingang ist eine Batteriebox mit Knopfzellen drin. Da ist ein Schalter. Wenn man anmacht, leuchtet es. Wem das nicht gefällt, kann das auch einfach weglassen, beziehungsweise wenn die Batterien leer sind, keine Ahnung, macht die Blades ab. Wenn ich mir das ins Regal stellen würde, würde ich bei Lighttailing mir zwei Viererblades mit LEDs holen. Die kann man hier drunter klicken. Das sind nämlich nicht geklebte, sondern richtige Blades. Ein Connector dazu, ein USB-Kabel dran und dann kann man das permanent beleuchten. Ich denke mal, die Knopfzellen werden nicht allzu lange halten. Die Frontscheibe, ich guck dir das an, wie genial transparent die sind. Die zwei Sticker da drauf sind die Transfersticker. Ach, coole Sache. Die Detailverliebtheit von dem Set beeindruckt mich unheimlich. Wir haben hier Viererfliesen mit Holzmuster. Und zwar unterschiedliche. Und die werden auch in der Anleitung als zwei Teile dargestellt. Und man kann sogar in der Anleitung das Muster auseinanderhalten. Sensationell. Finde ich echt cool. Beeindruckend fand ich auch, wir haben hier Burger auf dem Tisch stehen. Die Tischplatten sind übrigens bedruckt. Und da ist eine transparente Klammer extra dran, damit die Burger nicht einfach nur da rumstehen, sondern fest sind. Deswegen kann ich euch das hier zeigen, ohne dass es runterfällt. Wie gesagt, die Detailverliebtheit ist genial. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht bei dem Set. Ich bin immer noch zutiefst beeindruckt. Ich habe jetzt in drei Bauabschnitten diese Konstruktion hier gebaut. Das ist so das äußere Häuschen. Mega stabil, wie ihr seht, kann man einfach so in der Gegend rumwirbeln. Hier oben so ein Übergang, jede Menge Deko, schöner goldener Pokal. Hier aus Flat Silber ein, ja, irgendwas. Und hier drüben sieht man so ein bisschen die Technikkonstruktion. Und hier unten so die Führung, wo nachher dieses Ding hier, beziehungsweise das Dach drin geführt wird.
Das wird bestimmt mega cool. Ich hoffe, das funktioniert alles nachher so. Ja, schön gebaut, hat massig Spaß gemacht, bis auf eine Sache. Und ich habe endlich was zu meckern bei dem Set. Wir haben hier außen auf beiden Seiten übrigens diese Gitterkonstruktion. Ja, da ist es schon wieder auseinander. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, die Hölle. Also das wird an vier Punkten festgemacht. Ganz ehrlich, unten eine Fliese drauf gemacht, oben auf zwei Punkten befestigt und es wäre super toll gewesen. Aber das muss wirklich ausgerichtet und hier und da gezogen werden. Es war mühsam. Es sieht allerdings auch optisch mega cool aus, wollen wir auch nicht verachten. Ja, das war dann jetzt so der Bauabschnitt 7. Jetzt kommt noch 8 und 9 und dann sind wir mit dem Set auch schon durch. Ich habe jetzt die letzten zwei Bauabschnitte abgeschlossen. Wir haben einmal die zwei Bögen gebaut mit der Führungsschiene drin, wo das Dach nachher hier langlaufen wird. Die sind nahezu identisch. Der einzige Unterschied ist, dass auf der einen Seite hier eine Tenplate drin ist, eine 1x4, und auf der anderen Seite ist es eine braune. Ich habe auch nachgeguckt, ich habe nichts falsch gemacht, das ist so. Keine Ahnung warum, muss irgendein Designgrund haben. Dann haben wir dieses wunderbare Dach hier gebaut, mit Technik-Bricks, also beziehungsweise mit Liftarmen und jede Menge rote Pins. Die hätte ich ausgetauscht, das sind aber Non-Friction-Pins. Und die habe ich in der Anzahl nicht da. Also habe ich sie drin gelassen. Man wird sie nachher kaum sehen. Sei denn, wir werden es abwarten. Ich glaube nicht, dass man sie großartig sieht. Was man allerdings sieht, sind diese genialen Fliesen. Abgesehen von meinen Fingern-Touchern da drauf. Kleiner Nachteil bei diesen Fliesen ist, ich gucke mal, ob ich es einfangen kann. Ja, so ein bisschen sieht man es. Die haben alle einen relativ kleinen zwar, aber einen Angusspunkt in der Mitte drauf. Und der ist auf braun natürlich sehr deutlich zu sehen. Auch hier gilt wieder, jede Fliese ist anders der bedruckt und in der Anleitung auch anders der dargestellt. Ich gehe aber mal stark davon aus, man kann sie auch einfach so zusammenklicken. Man sieht da keinen Unterschied. Ja, das Muster wird hier da und da fortgeführt, aber meine Güte. Wir haben sogar eine Fliese mit Text drauf. Da steht drauf, Viacom International Incorporated, und ich vermute mal, das ist die Unterschrift des Designers. Ja, hat hier oben so einen Schornstein drauf. Deswegen, da wird das hier eine Abluft oder irgend sowas sein. Ihr habt es nicht gesehen, lol. Dieses Metallding, was da drin ist. Das könnte ungefähr hinhauen. Dann haben wir hier so ein Fahnenensemble gebaut. Das hat vermutlich irgendeine Bedeutung in der Serie. Ich kann es euch aber nicht sagen. Das sind halt verschiedene Flaggen, meiner Meinung nach. Ja, schöne Sache. Und das werde ich jetzt mal versuchen zusammenzusetzen. Und ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und da hätten wir Krusty Krab, das Haus unten am Meeresboden. Sensationelles Set. Ich habe jetzt knapp 400 Videos gemacht, also dementsprechend 400 Sets gebaut. Das ist mit Abstand das Beste, was ich je gebaut habe. Die Bauerfahrung war einfach riesig. Die Bautechniken waren mega cool. Speziell der Anfang, die ersten 3-4 Bauschritte, wenn wir das Innenleben bauen, fantastisch. Jedes Mal was Neues zu entdecken, immer kleine Module gebaut, draufgesteckt, Spaß gehabt. Sensationell. Echt begeisternd. Wir haben ein paar Ersatzteile übrig. Ein paar Sea-Clamps, 1x1 Teile, ein paar Spinnenweben und eine bedruckte Fliese, die man austauschen kann gegen eine, wo noch so ein Fleck dargestellt ist. Feine Sache. Die Anleitung super einfach, wirft gar keine Fragen auf, alles erklärt, selbst die dunkelbraunen Teile konnte man die Noppen zählen, konnte man alles erkennen, genial, wirklich gut durchdacht. Ich habe ein paar Transfersticker übrig, zwei Stück gehören an das Boot, beziehungsweise an eine ans Boot, zwei an den Außenbordmotor und ein Sticker mit einer Speisekarte. Die sollte über zwei Teile geklebt werden, deswegen ist sie noch hier auf dem Bogen. Es sind Transfersticker, sensationell gut gemacht, weil die sind ja teilweise schräg hier vorne aufgebracht, das Open-Schild und den Burger. Die sind aber auch schon schräg auf der Transferfolie drauf. Das heißt, man setzt die Transferfolie auf das transparente Panel. Das ist genauso groß wie das Panel, dann hat man die Schräge automatisch und die Position. Super. Genial.
Das gucken wir uns gleich an. Ich wollte gerade mal so rundherum drehen, damit ihr das mal so seht. Wir haben hier neben so ein paar Spinnenweben oder ein Netz angedeutet. Spinnenweben, wie komme ich jetzt da drauf? So ein Netz angedeutet. Das ist ein bisschen knifflig zu bauen. Beziehungsweise der Bau eigentlich nicht, sondern das nachher so festzukriegen. Da ist halt hier und da eine Lücke. Ist halt ein Riss im Netz. Von hinten wenig spektakulär. Da sieht man auch ein paar rote Pins. Aber es ist halt von hinten. Und von vorne haben wir eben diese Ansicht. Das Licht habe ich auch schon mal angemacht. Ist jetzt hier bei der Beleuchtung etwas schwierig zu sehen, aber glaubt mir, es leuchtet und es leuchtet den Raum auch aus. Schön, oder? Genial. Ich hole das mal von dem Drehteller runter. Und so schaut das dann aus, wenn die Beleuchtung im Raum nicht ganz so hell ist. Dann sieht man auch die LEDs da drin, beziehungsweise das Licht. Sieht cool aus, oder? Fantastisch. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man hier irgendwas präsentiert. Deswegen machen wir das Licht wieder an. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier so ein Beiwerk haben. Wir haben ein nettes kleines Bötchen gebaut, das habe ich euch am Anfang ja schon mal gezeigt. Wie gesagt, auf dem Außenbordmotor, so, kommt noch zwei Aufkleber drauf und das Schiff hat nebendran auch noch so ein Sticker, eigentlich nichts sagen, das ist irgendwie nur so ein Rahmen, uninteressant. Aber ein nettes Schiffchen rollt auf Reifen. Hier sind normalerweise weiße zwei L-Pins drin, habe ich durch schwarze ersetzt. Die weißen sind hier in der Ersatzteilkiste. Ein Enderschild. Ein Krusty Krab. Firmenschild. Mit Print, schön gebaut. Nette Bautechniken, auch nicht Baurichtungsumkehrer, sondern Bügelperlen mit drin. Von hinten ein bisschen abgedeckt, dass es nicht offen ist. Schöne Sache. Patrick's Mülltonne. Die habe ich euch am Anfang gar nicht richtig gezeigt. Ich habe euch nur sie so gezeigt. Deswegen hole ich das jetzt nach. Den setze ich jetzt mal da oben drauf. Die hat nämlich auch ein Innenleben. Da ist ein bisschen was gestaltet. Von außen rum gefliest. Von innen ein bisschen Deko drin. Kann man auch zuklappen. Nett. Und die zwei grauen Sandsäcke sollen wohl Müllsäcke darstellen. Es ist eine Mülltonne, gehören auch dazu. Jetzt kommen wir mal zum Highlight von diesem Set. Als ich das gekauft habe, habe ich das gar nicht gewusst, ich habe mir das auch gar nicht näher angeguckt, aber wir haben ja eine Funktion, genial. Wir können das hier aufmachen. Echt cool, oder? Und es funktioniert, das geht auch wieder zu. Der letzte Millimeter müsst ihr mit der Hand drücken, aber... meine Güte. Geht dann noch ein Stückchen weiter. Und geht immer noch zu. Könnte ich den ganzen Tag machen. Cool, oder? Ja, ernsthaft, Leute. Genial. Einfach nur genial. Ich habe es nicht gewusst. Ich finde es cool. Da seht ihr auch das Innenleben. Ich drehe es noch ein bisschen so hin. Das Innenleben, ich habe die Kabel nicht verlegt. Es sieht mega cool aus. Ich werde hier mal das Licht ausmachen, um Batterie zu sparen. Weil, wie gesagt, das sind nur zwei oder drei Knopfzellen in dem Kasten drin. Muss man nicht unnötig leer machen. Das sieht schick aus. Es ist stabil. Man kann es auch hochheben. Selbst im ausgeklappten Zustand kann ich euch das so ein bisschen zeigen. Mann, ihr habt den Baujahr gesehen. Da ist eine Menge los. Ich hätte ein 2-Stunden-Video draus machen können, um mir alles zu erklären. Aber ihr seht, ich habe die Figuren reingesetzt. Es funktioniert alles tadellos. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Hier vorne haben wir so ein paar Flaggen angedeutet. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Wenn es einer weiß, kann es mir gern drunter schreiben. Wir messen es noch kurz aus. Wir haben eine Breite von 31,5 cm, eine Tiefe von 21 cm und eine Höhe bis Ende Antenne von 24, 25 cm. Im ausgefahrenen Zustand, Stufe 1, Stufe 2, komplett ausgefahren. Mit dem kleinen Vorbau und hinten der Antenne dran braucht ihr knappe 48 cm Platz im Regal, um es so hinzustellen. Sensationell.
Sehr, sehr cool. Wir haben hier sehr, sehr viele bedruckte Sachen. Ich weiß nicht, über 100 würde ich einfach mal so grob schätzen. Wir haben 8 oder 10 Transfersticker, vernachlässigbar. Wir haben sehr, sehr viele bedruckte Fliesen oder auch Fliesen an sich. Die Qualität reicht von gut bis sensationell. Die hier neben an den Seiten sind in der Qualität etwas schwächer, aber immer noch gut. Aber halt nicht so perfekt wie die Bodenfliesen vorne, die grünen. Die sind nicht zu toppen. Wir haben jede Menge große Fliesen, 4x12, 4x8, jede Menge 4x3 Fliesen. Die 4x12 sind in einer sehr guten Qualität, haben aber leider den Angusspunkt in der Mitte. Zwar ein kleiner, aber ich sehe ihn hier direkt vor mir. Ja, einen Tod stirbt man immer. Die anderen Fliesen haben alle seitlich die Angusspunkte oder unten oder wo auch immer, man sieht sie zumindest nicht. Sehr gut. Wir haben auch sonst ein paar sehr interessante Teile dabei, teilweise kann ich die noch nicht. Ich lasse die hier mal so irgendwo in einem Ecke ein bisschen durchlaufen, einmal durchscrollen, damit ihr das mal seht. Der eine oder andere ist sicherlich bekannt, aber ich dachte, ich erwähne es mal. Und ansonsten Klemmkraft 1A, Passgenauigkeit, ich habe nirgendwo irgendein Problem gehabt. Es hat alles super gepasst, ich war sehr, sehr zufrieden mit dem Set. Ich benutze ja selten so irgendwelche Superlativen, aber das Set ist bisher der Benchmark. Das ist es. Wird jetzt schwer sein, die nächsten Sets, die ich baue, werde ich ein bisschen durchkämpfen müssen, vielleicht aber auch nicht, aber das ist es. Unabhängig vom Thema, von der Gestaltung, wie auch immer, aber von der Qualität her, vom Bauspaß, von den Bautechniken, genial. Was meint ihr dazu? Unabhängig von SpongeBob, wie gesagt, die Serie keine einzige Minute geguckt. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Schreibt mir doch eure Meinung mal unten drunter, oder? Geiles Set. Hammer. Habt noch einen wunderschönen Tag und denkt immer dran, Glamour-Steine verbinden.